Wissenschaftler, die arbeiten immer so wenig, ne? Das ist wie Beamte, ne? Fast so schlimm wie Beamte. Ja, doch. Aber wie ging der Witz? Ja, den lasse ich jetzt lieber. Beamtenwitze, ja. Am Ende werde ich noch angezeigt. Ja. Meldet mich jemand bei irgendeinem Anwalt, ach, Anwalt, Beamten, und der sagt dann, ey, YouTube, entferne mal alle seine Videos, der Arsch hat mich beleidigt. Das dumme Arschloch. Der Wichskopf da. Was ich? Nein, ich habe nie jemanden beleidigt. Aber der hat gesagt, Beamte, die sind faul und so. Ist gar nicht wahr. Beamte arbeiten. Beamte sollte man nicht beleidigen, weil die tun ja gar nichts. Ah, der war jetzt witzig. Jetzt dürft ihr alle mal lachen und in die Hände klatschen und euch gegenseitig einen in die Fresse hauen. Oder was ihr sonst so daheim macht. Wenn euch langweilig ist. Weiß nicht, vielleicht magst du jemanden, wenn es einen in die Fresse bekommt. Soll es ja auch geben. Soll ja komische Leute auch geben und so, ne? Und was mich mal interessieren wird, ist die Reichweite. Wie messe ich die? Woher weiß ich, wie weit es geht? Soll ich das irgendwie mit Meter so nachmessen? So, okay, das sind 10 cm, 20, 30, 40. Okay, da fehlen jetzt nochmal mindestens 20 cm, weil mein Bildschirm ist. Wie breit ist mein Bildschirm überhaupt? Also mein Bildschirm, also das Bild, wo ich jetzt sehe. Ah, Moment. War ich gar nicht so verkehrt mit meinen 40, hä? Also wenn ich jetzt so nachmesse, beträgt das Bild, also das vom Spiel jetzt wirklich. Moment, ich kann das so schlecht messen, mein Meter. Das ist immer der Beste und. Ja, also ich kann es jetzt schlecht messen. Also von links nach rechts sind es ungefähr 47 Zentimeter. Und von oben nach unten, na, 25, wo ich das Bild sehe. Ja, doch könnten 40 sein, was ich dann mit der Maus eben abgemessen habe. Oh mein Gott, wie komme ich jetzt auf so einen Scheiß? Ich messe das Bild ab. Ja, ist Noch gut. 5 Minuten. Oh, langsam wird's knapp. Boah, wie lange brauchst du denn noch zum Erforschen? Wer fertig, hey? Mir fällt langsam kein Scheiß mehr ein, den ich noch erzählen können. Ich könnte mir mal einen Meter klappern. Hört man das? Ich glaube schon, ne? Das sollte man hören. Außer ihr seid taub, ne? Dann stellt sich aber die Frage, warum guckt ihr ein Let's Play an? Weil ihr es sehen könnt, außer ihr seid blind. Ja, ihr seid taub und blind, ne? Ja, jetzt wird's langsam scheiße, ne? Müsst ihr euch einen neuen Grund suchen, das Let's Play zu schauen. Ihr schaut es, weil ihr Deutsch lernen wollt, aber ihr seid stumm, deswegen könnt ihr nichts lernen. Ja, ihr seid blind, taub und stumm. Ihr sitzt wahrscheinlich auch noch im Rollstuhl, ja, dann habt ihr echte Probleme, ne? Herr Fritsche, ich möchte ihn. Fritsche, wie auch immer. Ich möchte ihn da jetzt wirklich keine Knüppel zwischen die Beine. Am besten, sie rollen jetzt mal wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz und wir reden da in ein paar Tagen nochmal drüber, nicht? Ah, Stromberg ist die Hölle. Stromberg, ich glaube, ich werde jetzt in jeder Aufnahme irgendwas mit Stromberg erwähnen und irgendeinen schlechten Witz von ihm bringen. Ja, der Cuculo, ne? Ja, der hat früher auch immer in seiner Koranschule immer mit seinem Lehrer Noch 3 Minuten. da. Ja, Frau Bergel, das war ein Witz, ja. Ja, genau. Ach, Tukulo hat schon, ja. Der war früher in der Koranschule auch immer so ein Streber, ne? Frau Berkel. Oder Eva von Braun, wie wir sie intern nennen, ne? Da geht es um jede Büroklammer. Scheiße, das muss ich mal wieder anschauen. Können Baufahrzeuge auch befördert sein? Wenn ich ein Hero verschrotte, recycle, können die doch auch. Können die dann auch Hero werden? Keine Ahnung. Okay, werd fertig, du verfickter Forschungsding. Boah. Ey, Noch nee. 2 Minuten. Boah. Ja, dann muss ich wieder laden, ja. Ich speichere besser nochmal. Hier, da, ne? Hier, so, da, ne? Wa? Oh, komm, wir fertig. Sensorturm.
Baut mir einen Fernsehturm, Fernsehturm, damit ich Pornos gucken kann. Konstruktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Shit. Shit, 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 shit. Okay, kein Problem. Alles ist gut, ganz ruhig. Ich stelle fest, wir müssen doch Artillerie hier noch bauen. Ich kann mir entscheiden, wie ich sie bauen will. Oh Gott. Ja, auch wenn die Zeit gleich um ist, ich muss das genau planen. Um es dann völlig anders zu machen. Hopp, fangt an zu bauen! Jungs! Macht einmal was richtig in eurem Leben. Gebäudeforschung abgeschlossen. Ricardo, Bodenluftraketen. Oh Gott, wer fertig. Und radiert diese scheiß Stellung da oben aus. Hast du 15 Sekunden? Konstruktion abgeschlossen. Hallo? Das hat jetzt überhaupt keinen Schaden gemacht. Was ist das denn für ein Kack? Was ist das für ein Kack? Ah, jetzt. Nein, das brauche ich doch nicht. Konstruktion abgeschlossen. Ich brauche das noch. Oh Gott, schießt schneller. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Sag mir, dass ich jetzt gewonnen habe. Hallo? Mission. Moment lang habe ich mir jetzt echt Sorgen gemacht. So kurz vom Ziel nochmal laden zu müssen. Commander, wir orten starke Energieausstöße auf dem Orbit. Die Lasersatelliten sind jetzt aufgeladen und bewegen sich in Richtung unserer Stellungen. Commander, die Basis des zweiten Gamma-Teams befindet sich an folgenden Koordinaten. Commander, wir haben 10 Minuten, um diese Basis zu evakuieren und die Gamma-Basis zu verlegen. Commander, die Analyse des Feuermusters der Lasersatelliten zeigt, dass sie nicht vollständig einsatzbereit sind. Sie schießen regelmäßig vorbei und sind in keiner stabilen Umlaufbahn. Trotz allem lenken sie ihr Feuer in Richtung dieser Koordinaten. Commander, wir werden diese Basis sofort evakuieren müssen. Team Gamma bootet ein Raketensilo bei diesen Koordinaten. In diesen Silos werden Raketen verlötet, die den Orbit erreichen können. Nehmen Sie diese Silos um jeden Preis ein. Missionstimer aktiviert. Die Karte wird nochmal vergrößert, ich wusste es. Es ist stiefförmig dazu, dass die Karte nochmal vergrößert wird. Mir gehen langsam die Safe-Punkte aus. Mission 7 ist es schon? Okay, wir machen jetzt noch einen kleinen Spaß. Und dann war's das für heute. Wie soll ich es überhaupt einnehmen? Alles wieder in die Luft sprengen, wie beim letzten Mal? Konstruktion abgeschlossen. Boah. Voller winzige Strich inzwischen. Angriff durch Lasersatelliten. Nicht nett, nicht nett. Angriff durch Lasersatelliten. Schießen die jedes Gebäude einzeln kaputt oder was? Angriff durch Lasersatelliten. Gebäude wird angegriffen. Toll, die radieren meine Basis da oben aus. Nicht nett, nicht nett. Ich hab dir so viel Mühe wieder aufgebaut. Die schaffen es halt wirklich bis da runter. Angriff durch Lasersatelliten. Ja. Angriff durch Lasersatelliten. Energieressource. Och, ich geb mir so auf. Energieressource. Oh, jetzt fängt der Scheiß wieder an. Gebäude wird angegriffen. Artefakt wurde gefunden. Er soll das angreifen, ihr Vollspastenköpfe. Artefakt entdeckt. Ich gewinne die Mission gleich noch, oh Gott. Artefakt entdeckt. Oh Gott, und die Verluste halten sich sogar noch in das. Energieressource. Zielobjekt eingenommen. Gebäude wird angegriffen. Angriff durch Lasersatelliten. Hä? Was? Sollten die nicht aufhören, wenn ich das eingenommen habe? Ja, okay.
keine Ahnung, ja, so schwer kann die nicht werden. Ich meine, gut, er schießt da oben die Basis in Schutt und Asche, aber pff, wenn das alles ist. Ja, das war's für heute. Mal wieder wegen länger gespielt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht. Also, das nächste Mal, wenn es dann irgendwann kommt. Egal, und ich sag heute für heute Tschüss.